Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Bitte schön. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der Haushalt Einzelplan Arbeit und Soziales wird heute diskutiert und beraten vor dem Hintergrund einer extrem guten Arbeitsmarktsituation. Nachdem ich die ersten Beiträge von Frau Dr. Lötsch, von Herrn Kurt gehört habe, würde ich mich spontan bereit finden, nächste Woche, ich habe dann noch ein bisschen Zeit, Sie beide einzuladen, um den Haushalt noch mal gemeinsam durchzugehen, um Ihnen auch die Erfolgsbilanzen, die wir haben, noch mal auf eine nette Art und Weise zu erklären. Ich glaube, das hilft uns allen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es ist gesagt worden, das war jetzt ein nettes Angebot und das sollten Sie auch annehmen. Ich zahle auch den Kaffee und so weiter. 2,5 Millionen Menschen sind noch arbeitslos in Deutschland. Wir hatten mal Zahlen von 5 Millionen mehr. Frau Ministerin, mit Recht haben Sie das intoniert und betont, das ist der Bestwert im letzten Vierteljahrhundert. Das sollte man auch sagen dürfen und das muss man auch betonen, weil es eine Interaktion, eine Zusammenarbeit ist, eben aus der Bundesagentur für Arbeit, aus Wirtschaft, aus Politik, aus Gesellschaften, allen, die daran beteiligt sind. Das ist der Hintergrund, von dem wir einigermaßen zufrieden sein können. Wir wissen immer noch, dass es genügend Menschen gibt, Langzeitarbeitslose und dergleichen. Jetzt die Aufgabe mit Flucht und Migration, wo wir eine Menge an Leistungen vollziehen werden müssen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Wir haben den Höchstwert von 43,8 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Auch das ist einsame Spitze. Und davon 31,5 Millionen Menschen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Wir haben auch am Arbeitsmarkt, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, im Augenblick nach Schätzungen einen Bedarf an Facharbeitskräften von über 1 Million. Alleine bei der Agentur für Arbeit ist es eine 750.000 an Nachfrage. Und da gibt es noch weitere. 1 Million Menschen werden derzeit schon gebraucht in gewissen Segmenten der Wirtschaft, um Facharbeitsplätze, die offen sind, zu besetzen. Wir haben eine ganz große Herausforderung, das ist natürlich die Integration der geflüchteten Menschen. Sehen Sie und sehen wir die öffentliche Diskussion, die zum Teil ja da auch sehr schrill und sehr populistisch geführt wird. Ganz klar ist, was wir brauchen, ist eine Beschleunigung der Asylverfahren. Bisschen hat, sage ich mal, so etwas hintergründig in diesem Jahr mit der BAMF schon geklappt, nicht so gut wie prognostiziert. Wir müssen die Sprachförderung, Frau Ministerin, Sie haben es gesagt, 410 Millionen allein im Haushalt 17 intensivieren. Ohne Sprache geht nichts. Die berufliche Qualifizierung, die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung und natürlich auch die Bereitschaft der Firmen und Betriebe draußen in der Wirtschaft sind entscheidend, dass wir diese Aufgabe wirklich hinbekommen. Die Herausforderung ist groß und wir haben deswegen auch die Entlastung der Länder und Kommunen für die Unterbringung der Flüchtlinge entsprechend um 1,4 Milliarden im Ansatz für 2017 erhöht auf 6,5 Milliarden, um eben auch dann den Kommunen und Ländern hier bei diesen wichtigen Aufgaben entgegenzukommen. Und wir haben auch bei den Jobcentern für flüchtlingsbedingte Mehraufgaben und Mehraufwendungen entsprechend hier eine Menge gemacht und auch die Mittel so dargestellt, dass künftig mit 300 Millionen zum Beispiel auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit 90 zusätzliche Jobcenter gut bedient werden können, damit sie Integrationskurse und Aufgaben und Angebote machen können. Meine Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde hier im Parlament, da zähle ich ja fast alle dazu, der soziale Zusammenhalt dieser Gesellschaft ist ja auch der Hintergrund, wieso wir Sozial- und Rentenpolitik machen. Die rentenpolitische Debatte ist eine ganz große. Sie ist für die Menschen draußen ein Indikator für soziale Gerechtigkeit. Das muss man mal sehen. Und deswegen ist es so, da hat die Frau Lötsch auch eine wichtige Zahl vergessen, wir haben eine Anpassung durch die gute Arbeitsmarktsituation, müssten die Zuführungen zum Rententitel gekürzt werden, und zwar gekürzt werden aufgrund der guten Situation, die wir haben. Also da ist überhaupt nichts politisch hier induziert worden. Wir haben auch im Haushalt 17 91 Milliarden Bundeszuschuss für die Leistungen an die Rente bereitgestellt, zusätzlich 7,1 Milliarden für die Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung. Auch das ist eine Entwicklung, die in der mittelfristigen Finanzplanung so aussieht, dass im Jahr 2020 prognostiziert ist, dass diese 98 Milliarden hochgehen auf ca. 110 Milliarden an Zuschuss.
Das reale Rentenniveau, die Zukunftsfrage der Rente, dazu wird die Frau Ministerin ja morgen Bausteine der Öffentlichkeit aufzeigen. Ich bin gespannt und ich kann mir vorstellen, dass die Frage Sicherung gegen Altersarmut oder auch eine gewisse Funktion, die letzte Rentenlinie sozusagen am Nettolohn der Volkswirtschaft und der Menschen orientiert, etwas zu verbessern, eine Rolle spielen werden. Letzte Aussage ist, meine Damen und Herren, Rente ist eine Grundsatzfrage der Gesellschaft. Es ist nicht nur, es ist das Thema von Arbeit und Soziales, aber es ist eine politische Grundsatzentscheidung, auch aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Pflege, Bundeskanzlerin und des gesamten Parlaments. Will ich eine gesetzliche Rente, die künftig gestärkt wird, und verstehe ich endlich, dass Rente nicht ein irgendwie wesensfremdes Staatssystem ist, sondern die Menschen erarbeiten sich ihre Rentenanteile ein Leben lang und das sehr hart. Und mit Bundeszuschüssen kann ich gewisse soziale Faktoren dann eben auch wie Mütterrente oder auch im Kampf gegen Armut induzieren und die Rente damit leistungsmäßig so verbessern, dass wirklich Menschen im Alter ein lebenswürdiges Dasein haben. Das geht nur mit einer stabilisierten gesetzlichen Rente. Deswegen spreche ich mich explizit zum Schluss dafür aus, dass in der Zukunft die Rentenformel so verändert wird, dass die Produktivitätsgewinne der Volkswirtschaft sich in der Rente wiederfinden. Das ist meine persönliche Vision. Das ist eine politische Aufgabe von allen. Ich bin für eine gesetzliche Rente, die den Menschen das Leben möglich macht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Sabine Zimmermann.